Ganz herzlich willkommen, meine Lieben, zu The Killing Antidote. Ja, vor kurzem im Early Access erschienen. Und ich kenne das Spiel schon so ein bisschen, weil es schon vor einem halben Jahr die Möglichkeit gab, sich als Spieletester anzumelden. Und ich war einer. Und ich habe dazu ein Video geschnitten. Ich habe da richtig Mühe reingesteckt. Und das ist eines meiner am schlechtesten gelaufenen Videos überhaupt. Ich verlinke es trotzdem unten. Ich habe es auch nur auf dem Kanal gelassen, weil da ein bisschen Arbeit drin gesteckt hat. Ja, aber nun ist das Spiel ja da. Und es ist, ich finde es gut, ich mag es, es ist Survival Horror, wie man ihn gewohnt ist, eher so Oldschool-mäßig, wenn auch nicht gerade mit Panzersteuerung, so weit Oldschool dann auf der nicht zum Glück. Und es bediente auch sämtliche Sims und Incels da draußen, die sich einsam fühlen, ja, das verstehen die Chinesen. Ein relativ technisch wie inhaltlich aufwendiges Spiel mit der gehörigen Portion Anti-Einsamkeit zu verquicken, in der Hoffnung, dass es Leute kaufen, ja. Und wir wollen da jetzt einfach mal einsteigen. Wir haben jetzt einfach mal ein bisschen Spaß damit. Und wir beginnen in Jodys Office. Los geht's. Erstmal muss ich... Ich hatte nämlich schon mal ein bisschen reingespielt, um alles einzustellen. Und das Dumme ist, man findet Kleidung in der Spielwelt und zieht sie auch gleich an. Erstmal werden wir diesen abartigen Fummel wieder abwerfen. Damit beginnen wir gleich als erstes. Ziehen sie jetzt erstmal wieder vernünftig an. Was hast du denn für Hosen? Wo ist Hose? Warum ist hier nicht Hose? A lower garment, okay. Hier haben wir eine Hose. So, wunderbar, sehr schön. Kriegst noch ein paar Schuhe an. Was haben wir unter K-Pop? Noch gar nichts. Unter Witch nichts, Uniform. Kann man wohl alles noch in der Spielwelt sammeln. Ich habe tatsächlich aber einiges von dem behalten, was ich bei der Testphase bekommen hatte. So, das ist doch ordentlich, oder? So können wir vor die Tür. Genau, man kann hier auch noch den Körper verändern, wenn man Bock drauf hat. Hier noch den Hauttyp, Augenbrauen und so weiter personalisieren. Da habe ich auch alles keinen Bock. Ich finde sie im Original ganz gut, so wie sie ist. Und wir lassen das einfach mal genauso. Und das ist dann quasi ihr Office. Ne? Hier können wir uns umziehen. Hier haben wir so ein Inventar mit Krimskrams drin. Jawohl. Hier haben wir ein Bett, das wir nicht benutzen können. Hier haben wir eine nette Aussicht, oder? Naja gut, wenn man Betonwände mag. Und hier kommen, nehme ich mal an, Sammelobjekte hin. Das sind so Kreise unterlegt. Das sah bei der frühen Version noch ein bisschen anders alles aus. Und hier haben wir unseren Rechner, da haben wir Mails drauf und das ist aber alles nicht so interessant. Darum will ich euch auch gar nicht groß mehr mit dem Büro langweilen. Wir gehen direkt ins Spiel. In die Office Area of the 7th Bio Institute. Wir nehmen Schwierigkeit normal. Das ist knackig genug. Und starten durch. Tada! Und hier gibt es gleich eine Stolperfalle. Es gibt, nachdem wir... ihr werdet sehen. Wir gehen jetzt einfach mal rein. Genießen wir erstmal die Story, bevor ich euch voll blubber. Denn sie spricht auf Chinesisch, das sprechen wir alle, ne? ...2033年4月8日,夜里1点10分,这里是隶属于X基因科技的第七生化研究所。根据物流记录显示, 这里是引发Z型传染病的药剂样品发货地。现在，这里是一片狼藉，人员应该已经全部撤离了。但愿我能找到一些线索。什么声音？Insofern hätte ich euch doch den Computer in ihr Büro gehen sollen. Aber sie ist halt, man sieht es ja, eine Reporterin, spezialisiert auf Investigativjournalismus. Es ist bekannt, dass es hier einen Ausbruch gab und hier sollte eigentlich keiner reinkommen, aber sie hat es über Kontakte geschafft. Genau, und hier haben wir die ersten Mails. Controller haben wir nicht. Notfallnotiz, alle
Mitarbeiter sollen sich auf der fünften Etage treffen und auf die Rettung warten. Keine Verzögerung, das ist keine Übung. Durch einen Ausbruch im Labor sind eine kleine Anzahl an Mitarbeitern körperlich abnorm, okay? Wenn du einigen von ihnen begegnest, treib sie sofort zur Isolation auf der zweiten Etage. Auf der zweiten ist also die Isolation und die Mutanten. Kein Kontakt zu ihnen. Und nicht den Kopf attackieren, das sorgt für irreversiblen Schaden. Also irgendwas scheint die Menschen zu verändern, aber man ist guter Dinge, dass man das noch wieder rückgängig machen kann. Aufgabe der Woche. Okay. Versiegle und verpacke die zweiten Bünde des Elements Z, des Katalysators, ja. Also auch Chemikalien können Katalysatoren sein, immer dann, wenn sie Reaktionen begünstigen. Genau. Und das soll abgeladen werden und verfrachtet in 5 Tagen. Bitte keine Verzögerung. Okay. Ah, gleich ein Medipack. Fängt gut an. Der Lichtschalter? Nö. 前面好黑，希望不要遇到可怕的东西。 Okay, das haben wir auch. Dass du nichts Gruseliges hineinläufst. Okay. Game saved, genau. Und das ist ein Problem. Zumindest war es bei der Testphase so, dass es dann erstmal lange keinen Speicherpunkt mehr gibt. Das ist übrigens eine Durchsage. Die erkennt man als solche nicht, weil die Sprache so fremd ist, aber die wird sich immer wieder wiederholen. Darum habe ich mich ja dreiste, trotzdem reinzuquatschen. Aber hier haben wir wirklich ein Tonband. Bergs, okay? Achso, oh je, hier sind Leichen, um Himmels Willen. Ich habe da irgendwie gar nicht drauf reagiert. Das ist ziemlich unprofessionell, Entschuldigung. Aber da liegen Tote. Und das Blut. Und da ist ein Messer. Und da ist noch ein Messer. Und da ist eine Axt. Na, ein Beil. Und da ist ein Gegner. Okay. So findet sich zusammen, was zusammengehört. So, immer auf den Kopf. Nur zur Sicherheit. Gut, da kann ich, glaube ich, noch nicht rein. Nee, das ist versiegelt. Okay. Kann ich hier durch? Nein. Ihr habt das auch gesehen, oder? Oh, okay. Ja, liegen. Durch der nächste. Gut. Und hier können wir jetzt höchstwahrscheinlich durch. Jawohl. Oh, richtig harte Arbeit hier. Okay. Wer hat das hier so hingestellt? Es ergibt nicht wirklich Sinn. War nicht zu wollen. Genau. Und es gibt aber wohl noch einen Speicherpunkt. Irgendwo muss ein Bett sein. Das habe ich bei meinem ersten Probelauf, glaube ich, übersehen. Da werden wir dann hoffentlich speichern können. Hi, Dude. Und was ich schon weiß, anscheinend zwecklos, weil. Ja. Hi, Dude. Komm erst mal mit. Ich will euch nicht alle auf einmal bekämpfen. Komm schon. Jetzt habe ich alle anderen aufgeweckt, außer ihn. Ah, aber es kommt erst mal nur einer. So. Bleib liegen. Gut, dann bin ich als nächstes. Ja, ich hab's geahnt. Jetzt aber. So, du bist dran. Gut so. Ja, ich war einmal ein guter Friseur. Eine Schande für meine Zunft. Aber ich war immer schnell und effektiv. Und niemand brauchte einen zweiten Haarschnitt mehr. So, wer zuerst, du? Ah. Hey, ich bin der Held. Nicht mich schlagen. Ich habe schon die Hälfte meiner Energie verloren.
So, hier haben wir ein Schaltfeld. Und da haben wir eine Zahlenfolge. Wahrhaftig. So, und schon sind wir etwas weniger hilflos. Shooting the lock on all wooden doors would destroy the lock. Interessant. Oder auch nicht. Nee, kann ich nicht bestätigen. Ah, okay. Ich korrigiere mich. Bringt mir das was? Oh ja, ein bisschen. Energie und Munition. Okay, hat sich gelohnt. Das war mir nicht bewusst, ganz ehrlich. Alles klar, dann würde ich mir auch gleich erstmal Energie gönnen, weil mir fehlt ja schon die Hälfte. So. Ja, aber Bewaffnung wäre schon gut, Mädchen. So, gut. Ich will noch keine Munition verbrauchen. Wir haben uns beide verfehlt. Er rennt an mir vorbei, ich schlage über ihn hinweg. Das hat schon ein bisschen was von Slapstick. Was hier leider völlig fehlt, ist so ein Dodge-Move. Das wäre echt gut. Das würde die Kämpfe auch ein bisschen dynamischer machen. Na gut, vielleicht wechsle ich mal doch auf die Pistole. Ja. Okay. Er geht wieder. Ist ihm zu doof. Okay. Haben wir hier was Schönes? Ah, eine Schlüsselkarte. Und einen neuen Freund. Hallo, neuer Freund. Gute Nacht, neuer Freund. Ja, das hat noch nicht gereicht. Na? Gut. Gehen wir mal weiter. Ah, und hier könnten wir direkt den Schlüssel benutzen. Naja, so sehen übrigens die Kleidungsboxen aus, die man im Level finden kann. Und das Symbol deutet auch auf Oberbekleidung hin. Was haben wir da Schönes? Ein Pulli. Ein Strickpulli. Wie von Oma. Fein. Oh mein Gott, ich will ihn wieder loswerden. Das ist bestimmt kratzig. Oh, das ist ein bisschen ruiniert, ne? Gut. Achso, Moment. Wir können ja mal diese Tür hier aufschießen. Das haben wir ja gelernt. Ach, das ist eine Metalltür. Okay. Ich habe wieder nur mit einem Ohr zugehört. Ich weiß nicht so genau, was das Symbol ganz oben rechts bedeutet. Mit diesem Schädelchen und den gelben Streifen. So. Bleib ja liegen. Ja. Jetzt aber. Munition ist schon eher ein bisschen knapp. Da ist ja auch noch einer. Oh. Ihr seid ja viele. Ihr seid Legion. Oh, da liegt aber doch noch Munitionsschachtel, sehe ich gerade. Aber ich höre da gerade noch mehr ankommen. Sie glitschen sogar durch die Wand. Oder Klippen. Klippen war das Wort, das ich gesucht habe. So, dann reicht's aber auch langsam. Kam noch ein Schrei von dort. So, und irgendwo unter diesem Leichenberg ist Munition. Oh, und ein Gegner. Noch lebender. Da. Bleibt er auch liegen? Immer noch mal nachhacken. Also soweit so generisch bisher im Ablauf, ne? Aber ich mag's irgendwie. Grafisch ist das schon echt rund. Ich habe einen Short hochgeladen, wo ich
den Clip nochmal mit Krea-AI geglättet habe, aber es macht keinen großen Unterschied. Das haben die schon schön gemacht, auch wenn man auf die Haarbewegung achtet, sehr natürlich. Ist schon gut. Ach ja, genau, ich habe ja auch eine Taschenlampe. So viel Energie habe ich denn zwischen 3? Groß und ein klein. Dann bin ich doch erstmal gut ausgerüstet. So, und jetzt führt mich mein Weg hier oben weiter. Und es gibt einen wichtigen Hinweis, den greife ich jetzt schon mal vorweg. Mit X die Waffe holstern, kann man nicht weiter springen. Mhm. Jetzt hätte ich das nämlich nicht geschafft. Oh. Ist da jemand geknebelt? Was ist dir denn? Naja, egal. Oh, fuck, okay. Okay, Waffe, Waffe, Waffe. Oh Gott, hinter mir ist schon wieder einer, ne? Okay, ich renne mal ganz raus. Nochmal ganz von vorne, alles auf Reset. Oh, fuck. Das war ja richtig schlecht. Ja, also man sprintet hier nicht, indem man Shift gedrückt hält, sondern nur einmalig drückt. Das hatte ich vergessen. Na, hat er sich in den Tod gestürzt? Das wäre gut. Ja, nicht so ganz. Aber gut, jetzt sind sie getrennt. Kann ich sie abarbeiten. So, jetzt kommt der nächste. Oh, der ist ein bisschen problematischer. So, und wieder Dr. Hackebeil. So, jetzt wisst ihr auch, wofür das Messer gut ist, ne? Man kennt's aus Resident Evil 2. Oh Gott, oh Gott, oh Mist. Das ist mir peinlich, ich habe nicht aufgepasst. Naja, wir machen hier gleich weiter. Ich spiele da nochmal hin. So, und wir sind wieder hier. Bin gerade wieder geflohen. Wie die Lemminge. Ich könnte es jetzt da unten lassen, ne? Ah. Ich fürchte, ich muss da nochmal hin. Oh, die kommen sogar hier hoch. Oh. Na komm, 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 komm. Feiner Zombie. Schön tot bleiben. Oh, die Mütze, kann ich die haben? Die ist cool. Nein. Na, oh, da ist ja noch einer. Musst du dich verlaufen, hm? Gut, und wieder zurück. Oh, Polizeimütze. Aber ich krieg nur Sachen aus dem Karton. Nur die sauberen Sachen. Ist doch auch schön. So, mal schauen, was es hier noch gab. Klang nicht so gut. Ich mag die Sprache irgendwie. Also den Sound. Ja, komm. Ja, fein kaputt machen. Wohlgemerkt, die haben immer noch keinen Speicherpunkt gehabt, ne? Also, einen, ganz am Anfang. So, da ist einer. Und hier ist leider auch einer. Und noch ein dritter. Das sind ja drei. Und ich brauche dringend mal frische Energie. Das nehmen wir. Ja, sicher ist sicher. Aber tatsächlich ist das nicht schlimm. Wenn das passiert und man mit dem Messer abwehrt,
verliert man gar keine Energie. Das ist auch schön. Nicht ganz plausibel, aber es ist schön. Hi, Zombie. Komm. Wie schön noch der Kopf nach hinten fällt, ne? Und da erstmal hängen bleibt. Okay. Was haben wir hier? April, dritter Content Remove. 2033 haben wir. Dr. Ryans Team ist weg. Ich hörte, es gibt immer noch Probleme mit den Proben. Also muss ich wiederherstellen, was rausgesendet wurde. Ich würde eine Antwort begrüßen. Die Proben wurden vollständig verpackt und geladen. Warum wurden sie wieder ausgepackt und wieder getestet? Worauf will das Team des Doktors hinaus? Keine Ahnung. Ah, Türchen offen. Und Kleidung. Kleidung. Diesmal Schüchen. Ja, ist okay. Und da wird die nächste Nummer. Raute 520. Das ist kein Scherz. Na komm schon. Greif die Munition. Und ich fühle mich direkt wieder ein bisschen sicherer. Gut, dann werden wir jetzt mal darunter als nächstes. Oh, auch schön. Nein, nein, sie wirft sie. Oh, das ist schlecht. Man rüstet nicht einfach aus, man wirft direkt. Oh, in welchem Spiel war das? Das war auch so störend. Hab's gerade nicht mehr auf dem Schirm. Ah, ihr seid ja wieder ganz zauberhaft. So, wenn du der Letzte bist... Nee, bist du nicht. Aber ich probier's trotzdem. Oh. Oh, okay. Interessant. Die hat eine ganz schöne Reichweite, ne? Und wenn man die nicht nutzt, hat man die ruckzuck am Hals. Na, wer steht da wieder auf, du? Okay. Habe ich die Tür und ihn erwischt. Geht auch nichts. Ist das Metalltür? Nee, kann ich nicht aufschießen. Keine Idee, wie man da reinkommen soll. Da haben wir wieder ein Tonbandgerät. Okay. Ist ganz nett, dass man die hat, aber es kommt nicht wirklich viel bei rum inhaltlich, ne? Hier war doch ein Zombie, ne? Beim letzten Mal, als ich noch von dort unterwegs war. Wo ist der hin? Ist er das? Ich höre doch noch mehr Schritte. Okay. Na komm, oh, irgendwo habe ich ein Messer liegen lassen. Ich habe nur noch eins. Hoffentlich muss ich nochmal wieder zurück. Oder finde noch eins. Oder die können wirklich kaputt gehen. Das könnte ja auch sein. Na komm, 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 komm. Gott, es werden immer mehr. Und sogar ein Kriecher. Okay, dann hole ich gleich doch mal meine Pistole raus. Noch einer, ne? Die klippen zum Glück durch die Wand. Na, wo bist du? Ha? Da. Komm ums Eck. Ich krieg dich so nicht ins Visier. Oder vielleicht doch. Ist wieder hoch. Da bist du. Okay, erledigt. Sammelobjekt. Komm her. Da.
Ein ZE, ein Element Z-Batch. Okay. Kann ich mal anstecken. Wenn Gegner kommen, dann auch gleich ein Schaden, ne? Okay, ich mache wieder das mit der Treppe, dann kommen sie wieder portioniert. Ja, wo seid ihr? Ich höre euch doch. Okay, vielleicht einer von euch Munition dabei? Ich habe nämlich fast keine mehr. Ich hoffe, das waren alle. Man hört ständig Schritte. Im ganzen Gebäude scheint die Hölle los zu sein. Oh, ein Rucksack. Ich habe einen coolen Rucksack. Schaut mal, ich habe einen Rucksack. Sieht echt belastend aus. Okay. Eine Tür? Oh. Und eine Code. Ich brauche einen Code. Na du? Tut weh, hä? Oh, oh, das tut auch weh. Ich sollte nicht so viel mit denen spielen. Jetzt brauche ich erstmal wieder Energie. Alles klar. Hm, bleiben die da oben? Dann bräuchte ich vielleicht keine Munition zu verschwenden. Ja, scheint so. Oh, da ist aber noch einer. Den könnte ich auch mit der Axt erledigen. Mache ich das. Oh, da sind zwei. Gut, das Messer brauche ich unbedingt wieder. Gut. Okay. Ah, Türchen. Noch ein Sammelobjekt, schön. Aber mehr ist hier nicht. Und da mal runter. Ja. Keine Gegner, das ist gut. Oh, hi. Das ist so eine Regelmäßigkeit, ne? Wenn sie mit einem Treffer erledigt sind, stehen die meist nochmal wieder auf. Nach zwei Treffern meist nicht mehr. Ah, was ist das hier? Oh. Oh. Okay. Reicht dann auch, finde ich. Ich hörte schon wieder was knurren. Ich kann mich in der Hocke nicht bewegen, wenn ich ziele. Ah, Munition. Boah, der steht auch schon wieder auf. Okay. Und immer noch kein Speicherpunkt. Jetzt nur mal anmerken. Gut,
Das sind so Signaldinger. Damit kann man Areale auf der Karte markieren. Ich weiß noch nicht so richtig, wozu das gut sein soll. Ah ja, noch ein Tonband. Oh. Es hat kein gutes Ende genommen. Ist das hier eine Tür? Nee. Obwohl, man kann ja Holztüren aufschießen, ne? Haben wir ja gelernt. Wollen wir mal probieren. Haben wir eine schöne Munition. Können wir die auch aufhacken vielleicht? Oh, fuck! Sie wurde aufgehackt. Ah, das ist gut. Hat nicht viel gebracht. Gott, es werden immer mehr. Okay. Dank die Kraft meines Rucksacks. Ich glaube, nur allein an dem lag's. Okay. Läuft schön auf deiner Seite, okay? So langsam wird's doch intens. Oh. Oh, Energie ist schon wieder unterdurchschnittlich. Habe ich noch was Kleines? Nee. Den Großen will ich mir lieber noch ein bisschen aufbewahren. Hey, dafür habe ich doch eine Karte, oder? Nee, habe ich nicht. So, was haben wir hier noch Schönes? Oh, ein Bett. Kann ich hier speichern? Hier auf deiner Seite. Ah, hier, das ist gut. Und neue Kleidung. Oh, die sehen mir ein bisschen unpraktisch aus. Okay, kann ich hier speichern? Hier kann ich speichern. Ein Glück. Gut. Game saved. Jetzt können wir wieder ein bisschen mutiger sein. Wo kommen die Geräusche? Eine Toilette, auf der steht Toilettensitz. Okay. Ich möchte anmerken, dass hier Akademiker arbeiten. Ich nehme nicht an, dass man denen erklären muss, dass ein Toilettensitz ist. Aber gut. Ha, das ist Munition. Den nehmen wir doch gerne mit. Ah, das können wir doch. Sehr gut. So, allmählich nervt mich dieser Rucksack gerade so ein bisschen. Nehmen wir wieder weg. Hier, das hier habe ich übrigens auch gefunden. Ja. Kein Problem. Immer cool bleiben. Oh, ein Frauenpopo. Auch ein interessantes Büro. Oh, fuck. Ah, Messer. Ein Glück. Los, zählen! Nochmal. Sehr gut. Ah, neue Waffe. Sehr gut. Und noch ein Hackebeil? Von mir aus. So, da ist wieder ein Code. 6090. Den brauchen wir wahrscheinlich hier. Danke. Danke. Und was ist das? Ein Geschenk? Eine Brille. Na gut.
Leute, wo wart ihr? Ich habe von den Kumpels aus dem Labor gehört, dass die Patienten, die zum Test benutzt wurden, Probleme haben und wie verrückt Leute beißen. Es sieht hier nicht gut aus. Wir sollten uns treffen und einen Plan ausarbeiten. Ich habe das Mädchen, das entkommen ist, gefangen und sie im zweiten Stock im Datenraum eingeschlossen. Ich schicke sie nach ein paar Tagen zurück. Was werden die Brüder denken? Hahaha. Okay. Arschloch. Das Labor hatte einen Stromausfall letzte Nacht. Deshalb ist eine weibliche Patientin entkommen. Okay, das wird die sein. Bitte sagt dem Leiter der Security Bescheid, dass er sofort Personal zur Suche organisieren soll. Alle Räume und die Patientin schnell zur Materialsektion zurückbringen. Okay. So. Upsala. So, was habe ich jetzt alles? So, noch irgendwas übersehen haben. Ah, hier habe ich auch noch einen Schrank übersehen. Ah, Munition, sehr schön. Direkt nochmal speichern, wo wir schon dabei sind. Ach, Moment. Moment, genau. Hier ist ja noch die Abteilung Controller. Ach, und damit kann ich den Code von diesem Raum zurücksetzen. Oh, fuck. Kommt ihr jetzt alle her? Oh, Energie wird bös eng. Hey, darauf, darauf, darauf. Erstmal einen höher gewinnen. Komm, Kind, lauf. So, jetzt Verbandkasten. Und jetzt Waffe. Könntest du bitte dein Messer benutzen? Ah, es ist nichts passiert. Das ist ja noch besser. Aber es läuft gerade nicht so, wie ich es gewollt habe. Ich brauche wieder so einen Gang, wo die nacheinander durchkommen. Vorzugsweise hier, genau. Da könnte ich jetzt erstmal wieder die schwächere Waffe leer ballern erstmal. Na, wo seid ihr? Könntet ihr auch sterben, wenn es recht ist? Gott, sind das viele. Kriecher war noch gar nicht dabei. Da kommen sie. Der eine hat mein Messer am Kopf. Das heißt, ich habe auch kein Messer mehr. Okay. Müssen wir die Waffe wechseln. Oh, da hat es den Kopf zerfetzt. Sag mal, hört das gar nicht auf. Doch, es hat aufgehört. Okay. Gut. Hat auch nicht mehr so viel Schuss. Oh, Kristalle. Ich weiß noch nicht, wofür man die gebrauchen kann. Okay, mit dem Leben davon gekommen. Ich würde sagen, das ist nochmal ein Speicherpunkt wert. Wo war denn jetzt die Tür? Nee, hier nicht. Ach, dort, genau. Ja. Ah, hier ist vielleicht auch noch was.
So. Für den Fall, dass hier auch noch was ist. Was bist du denn? Ah. Auch ein Goodie. Ist hier noch was? Nee. Okay. Ha, nett. Aber in einem Labor, das passt irgendwie nicht. Na gut, hier kann man schon mal einsam werden, ja. Mir fiel noch was ein. Ich bin doch über diesen Außengang hierher gekommen. Aber da waren doch noch andere Türen. Nach dem wollte ich auch noch mal schauen. Ja, genau. Da war doch noch eine Tür. Da war ich noch gar nicht weitergegangen. Ah, siehst du? Gut. Hi. Das ist auch wieder so ein Kristall im Kopf, ne? Vertragen die auch mehr? Könnte sein. Oh, nochmal. Kleidung. Was ist das? Hä? Stulpen? Und ein Zombie-Smasher. Das ist cool. Die sind cool. Das sind für mich ungefährliche Granaten. Kind, zieh dir was an. Das ist ja unangenehm. Achso, nee, warte. Da war noch ein Gang. Da. Aber da ist zu. Okay. Gut, das habe ich jetzt konkret erreicht. Achso, ich habe die Tür aufgemacht dort oben. Da wollte ich ja jetzt hin. Würde ich aber sagen, nach dieser Schlacht nochmal speichern. So. Sehr gut. Weiter geht's. Ah, ne. Oh. Kondition geht dir aus. Gut. Oh, falsche Richtung. Ah, muss ich doch wieder klettern, ne? Gut. Die Kleidung wird immer unpraktischer, ne? Fällt mir gerade so auf. Hier rennt ja hier auch gerade in High Heels rum. So, Quote haben wir jetzt. Ah, okay. Oh, schnell Energie. Dann nehme ich vielleicht auch gleich die stärkere Waffe. Die sieht fies aus. Achso, was übrigens geht. Jetzt haben wir einen Fotomodus und können in der Szene ein Motiv wählen. Das ist auch geil, oder? Leider ist der Bewegungsradius sehr eingeschränkt, merke ich gerade. Okay. Oh, ging doch schneller als gedacht. Ja, das war das Mädchen, das da gefangen gehalten wurde, ne? Das ist offenbar auch mutiert. Er war ja auch einer der Patienten. Ein neues Tonband. Was haben die dir gemacht? Aber hoffentlich ihre gerechte Strafe bekommen. Oh, das wird. Nee, Leute, das geht gar nicht. Kleidung. Zieh dir was an, Kind. So. Ah, der Schlüssel ist sehr gut. Da war doch eine Tür da unten, wo auf einmal
der Gewaltexzess ausbrach. Moment, hier war's. Da hinten, da war so eine Tür. Und da oben aber auch. Okay, das wäre doch ein guter Punkt für einen Cut, oder? Machen wir hier nächstes Mal weiter, wenn ihr Bock drauf habt. Ich gehe jetzt speichern. Bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Bin auf eure Meinung gespannt, was ihr von dem Titel haltet. Ich mag den. Er hat was. Er hat wirklich so diesen Oldschool-Charme, aber in einem sehr modernen Gewand. Ja, also dann, macht's gut. Bis zum nächsten Mal.